Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Season 8. Wir haben ja überall Kopfgeld gemacht aus dem Akt 4 und Akt 5 und das machen wir noch, damit wir die Ding auch machen, die Season Reise. Wenn das überhaupt geht, aber ich... Hä? Geht nicht? Geht es gar nicht? Qual 4, natürlich, und meine Katze kratzt gerade. Ich muss sie kurz reinlassen. Ja, mein kleines Kätzchen will immer wieder rein und dann kratzt sie meine Tür kaputt. Also nur mal durch die kleinen Kätzchen. Also wir müssen einfach in den neuen Schwierigkeitsgrad gehen. Dankeschön. Ja, da kann ich das hier lassen. Ich töte mal kurz die. Und ja, werden es wahrscheinlich gar nicht schaffen, ja. Ja, da müssen wir abbrechen. Schade. Aber es ist natürlich sehr... Oh, ja. Man weiß es einfach nicht. Also man schaut... Ich schaue zu wenig nach, frage mich. Ich will immer die Spiele spielen, einfach so und schaue nie nach. Ja, und jetzt will sie nicht mehr rein. Sie wollte nur schauen, was ich mache. Gut. Also, ja, wir haben viele Maschinen gefunden. So. Wir haben erst 3 Maschinen. Die anderen finden wir einfach nicht, oder wie? Ich muss auf die andere Seite. Ja, ja. Komm rein. Jetzt kommt sie wieder. So abgelenkt ist sie. Ist immer noch winzig, 4 Monate alt. Oder bald 5 jetzt. Bald 4. Bald 4 Monate alt. Und ja. Richtig süß. Ich kann sogar... Ja, ich mach nochmal 20. Und aufgewertet. Champion, entfesselt eure Macht. Ja, und jetzt müssen wir mal zu einem Elite gehen. Ich brauche mehr Zeit. Nein, nicht Reflektor. Der ist tot, komm. Komm schon. Ist tot. Ja, jetzt müssen wir einfach vorsichtig sein beim Erhöhen von Great Rifts noch, bis wir dann richtig zäh sind. Und dann können wir mal richtig pushen. Aber noch nicht allzu schnell. Und sind wir dann allzu schnell fertig? Dann war das Let's Play ja nur 20 Parts lang, oder wie? Beim eventuell werde ich auch weitermachen, auch wenn es ein bisschen langweiliger wird. Aber ihr müsst es sagen, jeder von euch muss es sagen, bitte, wenn es zu langweilig wird, gell? Es ist jeder natürlich anders aufgelegt auf Diablo und auf die Langeweile. Es gibt ja Leute, die sind depressiv und es gibt Leute, die möchten einfach immer wieder das Neue sehen und nicht immer das langweilige alte Zeug. Und darauf will ich auch mega gut reagieren, indem ich auch ein paar Challenges einbaue und so weiter. Also dürft ihr mir gerne auch Challenges oder einfach Wünsche schicken. Einfach an die E-Mail, die ich ja immer benutze für die Sachen, für das YouTube und für den Server und so weiter. Also dracobasel@gmail.com, aber mit C bitte, Draco. Und nicht Drago. Weil man spricht ja auch Drago mit Drago aus, dann habe ich manchmal auch geändert. Obwohl das eigentlich nie haben, das Drago mit C. Aber nun habe ich es ja. Also, Das war damals bei YouTube, ich hatte einen
YouTube-Kanal, der hieß Drago Basler und hatte den verloren durch Hacking oder einfach durch YouTube-Unfähigkeit. Auf jeden Fall war er plötzlich weg. Das Passwort war falsch und dann musste ich einen neuen machen. Dann habe ich die neue E-Mail im Drago Basler genommen, hatte den Namen Drago Basler und hatte anfangs eben diesen Kanal einfach in Drago Basler gehabt. Und jetzt habe ich es wieder umbenannt, seitdem es geht. Seit man sich ja umbenennen kann. Jo, und ich bleibe jetzt bei Drago. Also ich bin schon immer Drago gewesen, also bleibe ich auch bei Drago. Die mag ich irgendwie, Gegner, aber sind manchmal zu stark. Im Gegensatz zu den anderen Gegnern sind sie schon manchmal zu stark. Die haben zwar mehr Feuerbiss, aber sind nicht so stark direkt und schätzen nicht so rein. Jetzt ist gar nicht genau, was der Unterschied ist. Einfach, dass die einen knochig sind und die anderen aus Fleisch. Keine Ahnung. Das darf ich eh mal von dem, der sich mit der Lore auskennt, darf das gerne sagen. Hm? Ja. Lol, eine Verbindungsschrein, ich mag den so. Ich mag den nicht. Also, das ist ja kein Spielspaß mehr. Man muss nur durchwirbeln und alles wird vernichtet. Deshalb, ja, finde ich es nicht so toll. Natürlich. Aber der, keine Abklicking-Zeiten schreit, der ist mir am liebsten. Der Schnelligkeitsschrein ist auch ein bisschen zu OP. Es ist alles OP eigentlich. Jeder der Pylonen. Ja, ich habe gemerkt, ich habe World of Warcraft die ersten 4 Addons, glaube ich, oder so. Wusste ich gar nicht, also kann es schon Let's Playen eigentlich, aber weiß irgendwie noch nicht. Also wenn ihr sehen wollt, wie ich es Let's Playe, dann könnt ihr natürlich das mir sagen, hä? Ich muss es einfach noch hoch also bezahlen, hä? Aber eben, ich bin ja nicht ganz so ein guter World of Warcraft-Fan, weil ich es ja weiß, dass es auch gegrindet ist und ich habe ja schon genug gegrindet mit Regnum. Das habe ich jetzt zwar auch ein bisschen pausiert, aber es ist klar, ich kann nicht monatelang immer wieder nur Regnum bringen, also ich brauche ein anderes MMORPG und ich möchte eigentlich ja auch würde Vorkräfte nehmen. Und deshalb meine ich ja nur, ich könnte es ja Let's Playen. Auch wenn es schon tausendmal Let's Played wurde und ich eventuell gar nichts abbekomme, bin ich trotzdem sehr froh darüber, wenn ich es auch ein bisschen Let's Playen kann, weil ich es ja auch anders Let's Play. Ihr wisst, wie ich es Let's Playe. Ich will ja nicht der Oberste sein. Ich möchte gerne das Spiel genießen. Hey, Kätzchen. Kira. Das ist ein Weibchen, heißt Kira. Primärfähigkeiten. Lichtkranz ist natürlich sehr gut. Ja, muss ich nehmen. Gut. Also wir brauchen mehr Ringe. Ich kehre in die Stadt zurück. Hey, geh mal runter da! Runter, hopp, runter. Da Schnitt? Nein. Schon wieder Böses gemacht, Blumen. Vasen, Blumen. Die Blumen drin in den Vasen kaputt gemacht. Alles kaputt machen, alles. Ach, meine Kätzchen. Also meine Schwester, sie ihre Kätzchen, aber sind eher meine, weil ich ja immer aufpassen muss.
Und Obsidianring. Verdammt nochmal. Scheiße. Den habe ich schon gefunden. Cool. Ja, was brauche ich? Amulette. Ach, Ring. Ein Ring, ich brauche mehr Ringe. Der ist gut, aber der macht einen Bonus weg. Ach komm. So. Du hast 0. Du hast 7%. Wieso hast du 0? Wieso wird das nicht angezeigt? 211 Schaden. Das waren 4 Schaden. Sowieso defensiver, dann nehme ich das. Der Obsidian-Kreis mache ich mal hier rein, damit ich ihn auch sehe. Und jetzt nochmal alles verschrotten. So. Artefs Lebensfunke. Ja. Ist eine Todesfunke. Ja, der Schaden ging irgendwie runter durch den... Was war... Durch was ging es runter? Ich weiß es nicht. Eigentlich durch nichts. Ich hatte immer schon so wenig Schaden. So viel. Ja, ich muss... einen Rammaldienst haben, hä? Ich muss einen Rammaldienst haben. Ah ja, ich kann ja den umändern. Stimmt ja, ich brauche die Abklingzeit gar nicht. Ich hatte ja damals zu wenig Splitter. So. Dann machen wir mal kritischer, hä? Nein, ich rufe der Uhr an. Hey, wieso bekomme ich das nicht? Eieieiei. Also, dann machen wir nochmal ein paar normale Nephilim-Portale, damit wir die Unix finden, also ja, Legendaries. Gut. Eigentlich können wir gleich in Schwierigkeitsgrad höher gehen. Aber ich möchte da noch ein bisschen, weil ich ja nicht so zäh bin, lieber ein bisschen warten noch. Ja, ja. Ist halt immer so, ne? Gibt immer ein paar Tücken, die natürlich nicht gehen, vor allem bei der RNG. Also bei allem, das zufällig ist, ist Diablo 3 richtig schlecht, also nervig vor allem. Tja. Kann man nichts machen. Aber jetzt die Items noch zu finden, die neben den Immortal King, also Unsterblicher König, gebraucht werden. Diese Items sind die schwierigsten. Das ist wirklich nicht gerade so gut zu finden alleine. Manche haben es so nach einem Tag oder nach einer Stunde. Und die anderen haben es nach ein paar Monaten, wie ich zum Beispiel. Nach einem Monat erst. Aber, ja. Kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ja komm, ey. Mir regt es auf. Ich muss jetzt die Schlüsselwächte machen. Mich nervt das jetzt. Ich will jetzt das Set haben, komplett. Ich habe ja 5 Teile jetzt. Oder sind es noch 4? Nein, es sind 5, glaube ich. Ich brauche das eine Teil noch und das ist der Hammer. Ja. Hoch. Ah, der Zusel ist noch online. Das ist eine neue alte Bekannte. Ich war ja in diesem Clan und habe eigentlich auch immer tapfer mitgemacht, aber habe die Kraft nie gehabt, da auch mitzuhalten. Weil ich ja krank bin und deshalb bin ich jetzt noch im Clan. Oh nein, ich muss gar nicht rein. Und deshalb, ja. Wo ist der Schlüssel? Ah, da. Und deshalb habe ich nie mitgemacht.
Aber wenn ich die Kraft hätte, würde ich natürlich irgendwo in einem Game herumtanzen und der Beste sein oder so. Vielleicht. Also, Talent habe ich ja wahrscheinlich, oder? Aber nun gut, es gibt noch viele Tücken. Vielleicht auch die Tücke, dass ich zu wenig spiele. Vielleicht bin ich dann viel besser, wenn ich mehr spielen würde. Aber ich finde es lustig, dass manche wieder immer wieder sagen, ich sei ein Megasuchti. Ihr könnt das zu mir gar nicht sagen, weil ich tue 100% alles aufnehmen, dass ich spiele, und ich mache es ja für euch. Und das ist so wenig pro Tag, dass ich überhaupt kein Suchti bin. Ich kann nach 30 Minuten immer auch aufhören. Es gibt Let's Player, die können nach 30 Minuten nicht mehr aufhören. Müssen weitermachen. Und ich mache jetzt da zum Beispiel nur zwei Parts. Und tue es auf zwei Tage aufteilen. Weil ich einfach gar nicht kann. Ja, meine Katze kratzt wieder an der Tür. Das hört ihr halt nicht wegen dem Headset, aber... Ja, wenn ich eine Webcam hätte, dann könnte ich das euch zeigen. Dann werdet ihr es sehen. Jetzt wird sie gejagt von der anderen. Von der schwarz-weißen Samira. Und die Tiger Kira, die muss sich wieder ducken, die wird flachgelegt. Die wird richtig sexistisch angemacht, hey. Ich weiß keine Ahnung, was ich machen soll. Soll ich die Samira mal ein bisschen einsperren oder weiß auch nicht was. Aber vor allem ist sie momentan richtig räudig. Und ja, können sie nicht zusammen sein wahrscheinlich. Also das ist ja leichter, als ich gedacht habe. Hä? Sehr heftig, der Unterschied, der kleine Unterschied. Ja, jetzt habe ich wieder meine Ruhe, außer ein bisschen Treppengepolder, aber... Ich brauche ja noch ein wenig länger warten. Danke, ihr doofen Idiotis. Schlüsseldienst. So, nehmen wir eine mit natürlich. Da oben ist jetzt der Loot. Das geht noch nicht. So, ich muss weiter. Ich bin bei 1. Bin bei 2. Aber eine 1 war zu sehen. Auf dem Baum muss ich natürlich schauen. So, und das war ein Ausrufezeichen, genau. Ja. Von dem Hass, den ich habe, bin ich auch manchmal recht unkonzentriert. Spiele zu schnell, ich spiele, das ist es. Ja, und jetzt, wo ist der? Da, ganz am Anfang. So. Ich tue die Uran manchmal beschweren, damit sie einfach beim Boss sind und den Boss angreifen. Aber sonst nützt es nicht so viel. Weil sie eben auch wieder brauchen, bis sie angreifen und so weiter. Ich bin wieder gesund. Schlüsselmomente. Noch nicht bereit. So, meine Damen. Jetzt kommt ihr mit zu Bastion. Ja, ich war bei Akt 4, genau. Akt 3 brauche ich noch. Wenn das jetzt noch stimmt. Ja. Akt 3 und Akt 4 muss ich nicht haben. Da gibt es gar nicht Akt 4. Schlechter und Adria. Also muss ich Adria nochmal töten. So nervig, wenn man das nicht sieht. Also
zu wenig Anhaltspunkte. Man sollte doch ein bisschen vom Game auch supported werden, oder? Vor allem wenn man Let's Playt, dann hat man die Konzentration sowieso auf die Stimme, also auf das Reden und nicht auf das Game, sozusagen. Yep. Los, Turbo. Gib mir das Schlüsselwächtchen. Wo ist der Schlüsselwächter? Ganz hinten. Wieso hat es hier Gold? Die haben das kaputt gemacht. Ah, wegen dem Katapult vielleicht. Da ist er! Jetzt kommt er irgendwann. Na gut. Gehen wir dorthin, liebe Leute. Ja, die Uranen, diese Damen, die haben schon manche Probleme, hä? Die kommen einfach nicht nach. Ist blöd. So, da haben wir es. Noch ein Goblin. Machen wir den Goblin zuerst. Noch nicht bereit. Nein, nicht einfrieren. Ich brauche mehr Zeit. Komm schneller. Gib mir noch mal ein bisschen. Was ist der da oben? Ich schaue mir auf die Minimap. Dann finde ich ihn schneller. Noch nur Schaden. Verdammt. So, Dale, jetzt muss ich noch Adria und noch einen töten. Adria ist hier. Und hier durch Ressourcen. Hatten wir nicht noch irgendwas zum Goblin gehabt? Also durchdringend, dass eine dämonische Essenz. Bastion. Ich glaube, das Ding geht nicht, gell? Das ist ja kein Waypoint gewesen. Nein. Ja, komm, ignorieren wir es. Das war sowieso kein Legendary, glaube ich, oder? Oder hatten wir das jetzt doch eingesammelt? Ich bin im falschen Akt. Hier waren wir schon. Tötet Schmetana, wie der tönt. Das Ding, das Buch hatten wir schon eingesammelt, ist aber ist nicht da. Genau. So. Also eben als Schweizer muss man tausendmal mehr Konzentration aufs Reden machen, weil man ja auch nicht Deutsch kann. Hochdeutsch richtig, also ja, schon gelernt, aber er hat einfach nie benutzt. Und bei mir ist einfach, dass ich nur in diesem Kanal eigentlich Hochdeutsch rede und mit ein paar Kollegen privat, aber das ist nicht mal eine eigentlich meistens pro Tag. Das ist Floster im Moment, das ist hässlich, heißt er jetzt. Und immer noch, oder schon lange. Noch nicht bereit. Und sonst eben, ich muss mehr Hochdeutsch lernen, also reden einfach. Aber es will niemand in der Familie und ja, ich werde ja auch immer wie besser, also so ist es ja nicht. Ich habe einfach zu wenig, also zu wenig zu schnell, also zu wenig schnell. So, jetzt müssen wir noch
Adria. Adria? Es ist Adria, nicht Ding. Wie heißt sie? Magda. Es ist Adria. Also, ich bin momentan ein bisschen mit den Namen verkehrt, gell? Tut mir einfach leid. Aber heute ist mit dem Namen nichts. Ich bin ja einer, der relativ schwach ist im Namen lernen. Weil ich einfach zu viel im Kopf habe. Es ist einfach extremst, wie viel ich pro Tag lerne. Und das alles im Kopf zu belassen, ja. Danke. Nein, danke. Da habe ich meine Probleme einfach. Also das ist jetzt wirklich nur, weil ich so viel lerne. Hä? Das tut mir leid, wenn ich manchmal einfach ein bisschen unsinnige Sachen mache und ein bisschen zu viel falsch mache. Ich bin halt ein bisschen schnell, also ich spiele gerne schnell. Und wenn ich das alles noch Let's Playen muss, kann es sein, dass es manchmal halt ein bisschen kaputt einfach alles Unsinniges mache. Dann habe ich ein paar unsinnige Sachen gemacht, oder? Aber wo geht's jetzt weiter? Haben wir nicht da eine Kiste? Ja. Aber das nützt nichts. Ich brauche einen Unique drin. Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Oh, unten oben links. Diese Chorus Ruinen sind manchmal verzweigt. Das ist Wahnsinn. Meine Hiebe vernichten euch. Das geht noch nicht. Ja, toll. Ich habe 4 Opfer und jetzt auch wieder 4 Opfer. Oh, die Armen werden von Gegenständen zerstört, nicht von mir. Das sind so arme Leute hier. Ein bisschen Erfahrung bekommen, hä? Droppt ihr nix? Erbarmungslos. Cool. Noch mehr, komm. 200. Und gestorben. Aber 277. Wegen was bin ich jetzt... Nein, wegen Sperren wahrscheinlich. Okay. Übles Massaker. Okay. Schade nicht 300, aber ich hatte schon mehr als 300 erreicht. Es ist nicht ganz so schwer in diesem Gebiet. Leider ist es einfach so, dass man manchmal einfach zu viel Schaden bekommt und man stirbt. Ich kann ja nicht die ganze Zeit Heidrinke saufen. Ich bin kein Saufer. Ich habe einen uralten und kryptischen Folianten gefunden, dessen Seiten eine sagenhafte Geschichte erzählen. Die geheime Geschichte eines Volkes namens Mephalem. Mit anderen Worten, das geht noch nicht. Und ihrer untergegangenen Zivilisation im Westen. Wenn dies der Wahrheit entspricht, wie kann es dann sein, dass alle Spuren bis auf diesen einen Folianten... Yay! Adria, du bist ja die Adria, nicht die Magda. Adria, mein Schätzchen, du bist so eine böse Hexe. Eine böse Hexe. So eine böse Hexe bist du. Ja, so böse. Jetzt hack mich nicht immer ein Bein ab. Ich will nicht immer... Zisch ab. Jetzt holst du noch deine Babys. Wieso musst du Babys kotzen? Ich werde bald sterben. Ja, wieso nicht? Bisschen Schaden bekommen. Ich muss noch ein wenig länger warten. Ja. Übertreib's nicht, bitte, gell?
Übertreib's nicht, meine Dame. Nicht! Geh weg. Jetzt lass es. Wehe, ich sterbe noch wegen dir. Wehe, ich sterbe noch. Siehst du? Die betreibt im Schluss einfach. Die übertreibt. Jetzt muss ich mehr Glück haben, vor allem diesen Angriffen ausweichen. Es ist nicht leicht. Es ist die nervigste. Bei anderen Gegnern würde ich noch aushalten, dass ich nicht sterbe, aber bei dieser, wenn sie hohe Schwierigkeitsgrade ist, dann ist sie extremst. Wegen diesen Flügelschlägen. Ich habe doch erst getrunken, also ich kann doch nicht Lebentrank. Ich muss einfach, ja, ich muss defensiver werden. Das ist es. Die Defensive lässt zu wünschen übrig. Ihr habt es nicht einmal vermutet. So, jetzt explodiert mal ein bisschen mehr, ihr Goblins. Sonst werde ich wütend. Und den Schrein vielleicht dann noch benutzen. Ich brauche mehr Zeit. Geh mal weg. Komm mal hier hin. Noch nicht bereit. Immer wenn sie hier ist, soll ich vielleicht mal ein bisschen Ding benutzen. Hä? So, jetzt hier hinlocken, genau. Ich berühre sie fast nicht, nur die Wirbelwände machen jetzt gerade ihre Schaden. So, ich muss das hinkriegen jetzt. Macht so vielen Schaden. Tschüss. Jetzt stirb endlich. Jetzt. Schmerz auf der Erinnerung. Ach, Männer, ey. Ich habe getan, was ich konnte, um dies sicherzustellen. Schwafelt sie noch. Ihr findet immer einen Weg. Tief in eurem Herzen wisst ihr es. Gut, danke schön fürs Schauen. Im nächsten Part werden wir dann... Ich kann nichts mehr aufheben. Den anderen besiegen. Ich muss mal kurz schauen, welche das ist. Schlechter. Oh nein, nicht die schlechten zu hohen Schwierigkeitsstufen. Nee. Ja, das nächste Mal müssen wir uns vorbereiten, ha? Auf den Schlechter. Gut, danke schön fürs Schauen. Ha? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.